Hallo und herzlich willkommen hier im Livestream des Deutschen Museums auf YouTube. Und wir sind mit dem Glockenschlag pünktlich heute, denn wir befinden uns in der Zeitmessung. Es ist ja so, irgendwann hat man sich gedacht, so eine Zeit wäre eine ganz gute Sache, wenn wir uns einteilen in Stunden und in Minuten, und dann ist die ganze Idee der Zeit entstanden. Aber wie das alles passiert ist, das erklärt uns heute der Herr Sicker. Der ist heute der Experte in unserer Zeitmessung hier im Deutschen Museum. Stimmt das so? Kann man das so sagen, dass irgendwann mal halt die Zeit erfunden wurde, weil es praktisch für uns war, wenn wir den Tag ein bisschen einteilen? Ja, erfunden ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist so, dass natürlich uns den Lauf der Gestirne und eigentlich der Lauf der Planeten immer schon eine gewisse Zeit vorgegeben hat. Also deswegen stehen wir jetzt hier auch vor dem sogenannten Sendnerplanetarium. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Stück, auch museumsgeschichtlich, weil es ein Vorlauf von dem Planetarium ist. Wir haben ja im Deutschen Museum das erste Planetarium überhaupt gehabt. Und das war die erste Idee, mal sowas wie den Lauf der Planeten wirklich live darzustellen. Und früher hatte es auch noch eine Kurbel übrigens. Da hat man kurbeln können und dann hat es da drinnen die Planeten wunderbar in der richtigen Umlaufbahn und in der richtigen Frequenz quasi um die Sonne herumgedreht. Wir sind ja jetzt in der 360-Grad-Variante. Das heißt, wer uns gerade zuguckt, der kann wirklich, wenn er mit dem Handy guckt, in jede Richtung hinschauen und das Bild bewegt sich mit in alle Richtungen. Man sieht da hinten noch den Felix mit der Kamera stehen. Und ansonsten kann man natürlich auch mit der Maus hin und her wischen. Und man kann auch zoomen. Das heißt, ob man da jetzt wirklich die Planeten einzeln sieht, ich weiß es nicht. Aber ich kann garantieren, dass da hinten in der Mitte eine Sonne ist und Planeten, die außen rum sind. Genau, und das war sozusagen die Basis dafür, so wie sich die Planeten bewegen, so teilen wir erstmal die Zeit ein. Ist ja auch logisch, wenn die Sonne auftaucht, ist halt Tag. So. Genau, und wir haben uns gedacht, was für die Astronomie quasi ein wunderbares Exponat ist, ist für die Zeitmessung auch ein wunderbares Exponat. Einfach aus dem Grund, weil unsere Zeit von dem Lauf der Planeten eigentlich bestimmt wird. Also man hat da drin die Erde, sieht man da, die läuft um die Sonne, das bestimmt unser Sonnenjahr. Dann hat man da den Mond, der um die Erde rumschwirrt, und das hat ja eigentlich zu früheren Zeiten unseren Monat bestimmt. Ich meine, dann hat man mit der Zeit festgestellt, dass 12 Monate nicht ganz in ein Jahr reinpassen, und man hat es dann angepasst. Also man hat ein paar Monate länger gemacht und welche aber kürzer gemacht, sodass es eben reinpasst. Und deswegen ist an unserem ersten im Monat jetzt zum Beispiel nicht immer die Mondsichel zu sehen, wie zum Beispiel das im islamischen Kalender so ist. Es gibt Kalendersysteme, die durchaus diesen Mondkalender beibehalten haben, aber wir haben es eben uns entschlossen, es nicht zu tun. Wir schummeln dann so ein bisschen, indem wir mal einen Monat länger und mal ein bisschen kürzer machen. Wir sind ja gerade im Februar, wir haben nur 28 Tage. Genau. Und dann haut man noch einen Schaltjahr, einen Tag rein und kommt dann irgendwie manche, so hin. Grob. Manche 31, manche 30 und so, da kommt man hin. Genau. Ja. Verstehe. Und, aber das ist dann nicht mehr synchronisiert mit dem Mondumlauf natürlich. Mhm. Und unsere Tage bestimmt ja eigentlich die Drehung der Erde. Das heißt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Nacht, das bestimmt die Drehung der Erde um sich selber bezüglich der Sonne. Und das bestimmt auch unsere Zeit eigentlich. Und den Tag kann ich dann 24 Stunden einteilen, a 60 Minuten, a 60 Sekunden. Und so kann ich mir vorstellen, ist unsere Zeit konzipiert, gemacht, ja, wird vorgegeben von dem Sonnentag. Von dem mittleren Sonnentag, muss man genau sagen. Denn eigentlich ist die Tageslänge nicht übers Jahr nicht ganz gleich. Mhm. Sondern da die Erde eine Ellipse ist und da sie auch eine Schrägstellung hat, sind die Tageslängen unterschiedlich. Und wir haben deswegen eine mittlere Sonnenzeit. Und diese mittlere Sonnenzeit ist eigentlich unsere Zeit. Okay. Also... Genau, genau. Alles verstanden. Wollen wir mal in der Zeit zurück? Nein, wir wollen noch nicht in der Zeit zurückreisen. Wir wollen noch in der Gegenwart bleiben. Ich wollte noch was sagen, denn so ganz stimmt es nämlich nicht. Ja? Also eigentlich unsere momentane Zeit wird nicht gemacht mehr von der Erddrehung, sondern wird von Atomuhren gemacht. Also irgendwann hat man mal festgestellt, diese Drehung der Erde bezüglich der Sonne und auch bezüglich des Fixsternhimmels. Also genau genommen ist es so, dass man nicht die Sonne beobachtet, wenn man die Drehung der Erde als zeitnormal nimmt, sondern man beobachtet ganz, ganz entfernte Quasare und beobachtet die Drehung der Erde bezüglich dieser Quasare. Und das ist unser Zeitstandard, der durch die Erddrehung vorgegeben wird. Und dann gibt es noch einen zweiten Zeitstandard. Das ist der Zeitstandard, der durch Atomuhren vorgegeben wird. Seit den 50er Jahren hat man festgestellt, Atomuhren sind wesentlich genauer als die Drehung der Erde. Und dann hat man sich irgendwann vereinbart, dass man
400 Atomuhren auswählt und das Büro für Maße und Gewichte in Paris sammelt diese Daten und macht daraus die Atomzeit, die internationale Atomzeit. Mhm. Und da das aber mit der Erddrehung nicht ganz zu koordinieren ist, da dies abweicht teilweise, gibt es die koordinierte Weltzeit. Und die koordinierte Weltzeit bedeutet, dass man das immer ein bisschen korrigiert, weil sich die Erde eben langsamer dreht. Das heißt, dass die Zeit mit der Erddrehung und mit der Sonne im Rhythmus ist, gibt man teilweise eine Sekunde dazu oder nimmt eine Sekunde weg. Also jetzt auch noch, wenn wir auf unsere Uhren im Laptop und auf, keine Ahnung, digitale Uhren gucken, dann verschwinden manchmal Sekunden, damit wir nochmal genau, in der genau, Zeit bleiben. Genau. Also manchmal wird einfach eine Sekunde abgeschnitten und mal eine Sekunde dazugezählt. Also meistens ist es so, die Erde dreht sich immer ein bisschen langsamer, weil sie mit dem Mondwechsel wirkt und mit den Gezeiten und so, und dann wird die Erddrehung immer langsamer. Und im Grunde genommen hat man seit Einführung der Atomzeit, glaube ich, so 30 Sekunden dazuzählen müssen. Und deswegen variiert es einfach. Aber was komisch ist, im letzten Jahr hat sich die Erde wieder schneller gedreht. Und nächstes Jahr muss man vielleicht wieder eine Sekunde dann abziehen, statt dazuzählen. Mir gefällt der Gedanke, dass wir so Phantomsekunden haben, die hin und wieder mal kommen und gehen. Wenn wir da jetzt mal rüber gucken, also mit der 360-Grad-Kamera, ich wandere mal hier rüber, dann... Das Ding ist, ich stehe zu nahe eigentlich nicht, dass der Alarm ist. Das ist eine Atomuhr. Das ist eine Atomuhr. Also lustig ist, dass das rechts eigentlich eine Quarzuhr ist. Die sieht viel größer aus. Aber die ersten Quarzuhren ist halt tatsächlich so, dass die mit Röhren funktioniert haben, mit Röhrenverstärkern. Und das ist, deswegen haben die diese Ausmaße. Und das ist tatsächlich eine Cäsium-Atomuhr und links ist wieder eine Quarzuhr. Also man hat ab der 30er Jahre oder sowas, gab es ja die ersten Quarzuhren und da haben wir schon festgestellt, dass die Erde sich nicht ganz gleichmäßig dreht. Die haben so eine Genauigkeit von 2/1000 Sekunden am Tag circa, so Quarzuhren in den 30er Jahren. Und da haben wir schon festgestellt, die Erde ist ein bisschen unregelmäßig. Und dann in den 50er Jahren mit den Atomuhren, da ist es noch viel deutlicher geworden. Und heute, es gibt so Fontänenatomuhren, nennt man das, die haben bestimmte Art von Cäsium-Atomuhren ist es. Und diese Uhren, die gehen tatsächlich in 300 Millionen Jahren nur eine Sekunde falsch. Also die sind sehr, sehr, sehr genau. Und von dieser, das ist jetzt keine Fontänenuhr, das ist eine herkömmliche Cäsium-Atomuhr, aber 400 von denen circa machen unsere Zeit, die werden gesammelt und aus denen wird unsere Zeit, die wir am Handy haben oder sonst irgendwo. Wer entscheidet das denn? Also gibt es irgendwo so eine Stelle für, wir sind die mit der richtigen Uhrzeit, ihr müsst alle auf uns hören? Oder? Ja, das gibt's. Also das ist das Büro für Maß und Gewicht in Paris, internationale Büro. Da sitzen die Herren, die sammeln die Zeit und die legen das dann fest. Ja. Man gewichtet die Atomuhren auch ein bisschen. Manche Atomuhren, da denkt man, die sind verlässlicher. Und die PTB, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Deutschland, die hat auch zwei Atomuhren und da fließen die Daten auch dann, die schicken ihre Daten ans Büro für Maß und Gewicht und die machen mit den restlichen 400 Atomuhren dann die Zeit draus. So läuft es. Was für ein lustiger Gedanke, dass da Herren sitzen, die unsere Uhrzeit machen. Das klingt halt schon fast wie so eine Verschwörungstheorie auf YouTube. Die Menschen, die unsere Uhr machen. Also man kann mit Sicherheit eine draus machen. Ja, wer sich kreativ fühlt, solange es noch geht und YouTube einen nicht deswegen sperrt. Aber genau. Krass, ich habe noch nie eine Atomuhr gesehen. Und irgendwie habe ich sie mir auch anders vorgestellt, aber... Ja, es ist auch jetzt nicht im Betrieb. Man muss sich vorstellen, dass so eine Atomuhr eigentlich nur unter Laborbedingungen gut zu betreiben ist. Mhm. Man braucht einen Atomofen, der diese Cäsium-Atome erstmal in die richtige Form bringt. Und dann ist da ein Resonator drin und in dem Resonator wird eine gewisse Mikrowellenfrequenz, also 9 Gigahertz circa, ist das eingespielt. Und das ist dann in Resonanz mit diesen Atomen, mit den Cäsium-Atomen, mit bestimmten Übergang in den Cäsiumatomen, sagt man. Mhm. Und das ist eigentlich der Kern dieser Uhr. Mhm. Also es ist auch ganz interessant natürlich, dass die Schwingungsdauer von so Uhren, die ist immer kürzer geworden. Ja? Wenn man jetzt hier schaut, 9 Gigahertz, also 9 Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Ja? Und die ersten Uhren mit Sekundenpendel, einmal pro Sekunde und eine Quarzuhr, glaube ich, hat so ein Schwingungsquarz, hat 32 Kilohertz sowas. Okay. Also
Auch die Schwingungsdauer ist immer kürzer geworden, die Uhren sind immer genauer geworden und da ist man jetzt angelangt. Und genau. Jetzt wechselt man nur noch mal Sekunden hin und her, aber so eine Atomuhr ist nicht gefährlich, oder? Also das ist, da kann man sich nicht verstrahlen, wenn man zu nah vorbei läuft. Nein, keine Bedenken. Gut zu wissen. Ja. Okay. Ja, jetzt gehen wir mal zurück zum Anfang, also zum eigentlichen Irgendwann hat sich die Menschheit ja gedacht, Mensch, es wäre doch ganz praktisch, wenn wir den Tag uns ein bisschen einteilen und wir uns einigermaßen darauf einigen können, wann wir uns zum Mittagessen treffen oder so. Wann war das ungefähr? Das hat man irgendwann gedacht und man hat ja sehr früh schon Sonnenuhren gehabt. Auch die Ägypter haben schon Sonnenuhren gehabt, die recht einfach aufgebaut waren. Man hat schon relativ bald festgestellt, wenn man einen Stab irgendwo in die Erde steckt und einfach nur den Schatten beobachtet, dann kann man die Zeit natürlich einteilen. Mhm. Aber dann scheint manchmal die Sonne nicht oder es ist Nacht. Oder in der Gerichtsverhandlung sitzt man in einem Gebäude drin und dafür hat man dann solche Wasseruhren entwickelt. Und das ist eine Wasseruhr, die tatsächlich aus Zeit der Pharaonen ist. So 1400 vor Christus, also es ist jetzt nicht gefährlich, wenn man näher hingeht. Sie ist nicht so wertvoll, denn es ist ein Gipsabdruck, also das Original steht in Kairo im Museum. Für die einen ist es ein Blumentopf, für die anderen eine Wasseruhr. Und es ist eigentlich auch nur ein Blumentopf. Es ist ein Eimer und der hat innen eine Skalierung dran und da füllt man Wasser ein. Und unten, was man jetzt nicht sieht, was ein bisschen schade ist, das hat man bei dem Gipsabdruck vergessen, das ist der Auslauf. Das ist aber eigentlich das Herzstück natürlich dieser Uhr. Denn unten an dem Auslauf, da muss ganz kontrolliert das Wasser ablaufen, sodass ich dann innen der Wasserstand sinkt und dass ich dann da die Stunden ablesen kann in der Uhr drin. Ah, das heißt, man macht Wasser rein und ne, wie das Wasser sinkt, dann sehr kontinuierlich und das sieht man jetzt in der 360-Grad-Kamera nicht so, aber die sieht ja von innen auch, da sind so ägyptische Kreuze drin und so Punkte an den Seiten und dann sieht man halt, wie weit das Wasser abgelaufen ist und dann muss die Person, die zu lange labert, einfach mal aufhören zu labern, weil Punkt 3 ist erreicht. Okay. Ganz einfach. Und das ist eine Einlaufuhr zum Beispiel, da habe ich das Umgekehrte. Da lässt sich einfach Wasser reintropfen und dann füllt sich die eben. Also das gab es beides. Und in der Antike hat man schon relativ bald dann auch angefangen, da relativ komplexe mechanische Aufbauten auch da drüber zu bauen. Zum Beispiel so Schwimmer, die dann nach oben geschwommen sind und dann mit einer Skala irgendwo die Zeit angezeigt haben. Also da gab es eigentlich kompliziertere Sachen. Aber das waren so die einfachsten, die Anfänge. Und das hier sieht eher aus wie ein Musikinstrument als eine Uhr, aber das ist auch eine Uhr. Das ist auch eine Uhr und es ist eben ganz interessant, weil man daran sieht, dass man eigentlich fast jedes physikalische Prinzip kann man dazu hernehmen, um die Zeit zu messen. Ja? Mhm. Wir können es auch so machen, du könntest einen Ball nehmen ja? Und ich könnte einen Ball in die Hand nehmen, wir können den fallen lassen, ich lasse den Ball fallen, du lässt ihn fallen, jedes Mal, wenn dir die Erde reicht, lassen wir den nächsten Ball fallen. Ist auch eine Uhr. Ja? Jedes physikalische Prinzip kann natürlich im Prinzip eine Uhr machen. Ja? Bloß die Frage ist, wie genau kann ich es machen? Ich kann keine Bälle werfen, das ist mein Problem, deshalb wäre ich eine schlechte Uhr. Das ist die entscheidende Frage. Und hier ist eigentlich so eine Kombination von einer Wasseruhr mit so einer mechanischen Uhr ist da realisiert. Und zwar diese Trommel, die ist eingeteilt in 7 Segmente und zwischen den Segmenten ist ein winziges Löchelchen und ein Segment ist mit Wasser gefüllt. Und jetzt ist es so, wenn ich das dann aufroll nach oben, dann hat es ja einen gewissen Drehmoment, aber das wird die Waage gehalten, dadurch, dass quasi eine Kammer nach oben geschoben wird. Und wenn aber langsam das Wasser dann in die andere Kammer tropft, dann rollt sich das langsam ab, langsam und kontinuierlich. Und das macht dann, zeigt in dem Endeffekt auch eine Uhr. Das ist also im Grunde ein langsames Jojo, das uns die Uhr zeigt. Das heißt, man rollt das alles auf, das sieht man vielleicht nicht so richtig, aber da sind 2 ganz dünne Schnüre, die rollt man auf. Genau. Und dann langsam rollt sich das runter und man weiß, je nachdem, wie weit das unten ist, so viel Zeit ist abgelaufen. Also ich finde es auch ganz interessant, weil man muss sich mal befreien von dem Gedanken, dass eine Uhr immer was ist, was so ein Ziffernblatt hat, wo ein Zeiger rundherum läuft. Das hat man irgendwann mal als Idee gehabt. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und heutzutage, da Uhren so gut funktionieren, schöpft man die Möglichkeiten gar nicht aus. Mhm. Ja. Aber wenn einer eine Idee hat mit einer Wasseruhr, es gibt viele Möglichkeiten. Uhren sind nicht nur einfach die Uhrzeit ansagen, sondern es ist ja im Prinzip, wie viel Zeit ist vergangen. Ich finde das auch so interessant, dass wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin, was ich total spannend finde, dann vergeht die Zeit total schnell. Manchmal denke ich mir, oh Gott, wie kann denn eine halbe Stunde so lang sein?
dass dann irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist und gesagt, naja, das ist aber in Wirklichkeit alles immer genau gleich lang und es kommt dir nur so vor und wir teilen dir das jetzt mal ein, damit du genau weißt, was 30 Minuten sind. Ja. Da haben sich die Leute ja wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, es ist praktisch, das so zu machen. Das haben sie sich gedacht, vor allem, ich meine, es ist auch aus ganz praktischen Gründen, war das auch sinnvoll, die Zeit wirklich nicht nach Gefühl zu messen. Also man muss sich wirklich mal vorstellen, wir haben hier zum Beispiel so Sanduhren. Ja, Sanduhren kamen so im 14. Jahrhundert auf und über Sanduhren wurde zum Beispiel auf Schiffen auch die Geschwindigkeit von Schiffen gemessen. Also man hat eine Sanduhr gehabt, die hat man umgedreht und dann hat man so ein Seil hinten rausgelassen mit Knoten. Und dann ist das Seil hinten weggeschwommen. Und dann habe ich die Knoten gezählt, die quasi nach hinten wegschwimmen. Und wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann habe ich die Geschwindigkeit gehabt. Und darüber konnte ich quasi dann ungefähr, aber sehr ungefähr navigieren. Dämmert also, mir gerade, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, warum die Geschwindigkeit in Knoten gemessen wird bei Schiffen. Genau. Ah, wie lustig ist das denn? Sind wir hier in der Zeitmessung? Plötzlich verstehe ich, wenn das Schiff vier Knoten hat, dann weil die Knoten im Wasser. Aber wenn natürlich jeder Seemann nach seiner gefühlten Zeit jetzt geht, dann kommen sie natürlich wahrscheinlich irgendwo würden wir alle an die nächste Klippe. Immer nur an der Yacht liegen und sich denken, ach, die Zeit vergeht so langsam, ist das nicht schön? Genau, aber es gibt auch andere Methoden. Noch zum Beispiel in der Nacht haben Mönche oft Kerzenuhren benutzt und da sind in dieser Kerze sind so Bleikugeln. Ah ja, das sieht man hier drin. Das und ist im Grunde eine normale Kerze mit so einer Markierung aus Bleikugeln. Genau, Markierung aus Bleikugeln. Und wenn eine Stunde abgelaufen ist, ist die Kerze weiter runtergebrannt und dann ploppt die Bleikugel raus und dann macht es Kling und dann ist eine Stunde wieder vergangen. Und dann kann er zu beten aufhören, dann muss zu beten anfangen. Ich weiß es nicht. Aber je nachdem, was man gerade macht, ob man gerade betet oder nicht. Aber wie lustig, so ein einfaches Prinzip. Und natürlich, wenn da eine Kugel drin ist und das runter... das Wachs wegkommt. Und dann hat man auch gleich die Akustik dabei. So natürlich. Der erste Glockenschlag. Ja, und es gab natürlich, und es gab auch so Öluhren. Da hat man dann so Öl eingefüllt, hier in das Glasgefäß zum Beispiel, und dann hat man es vorne angezündet und dann ist die Flamme gleichmäßig abgebrannt und dann hat man da außen ablesen können, wie der Ölstand quasi sinkt. Und je nachdem, wie der Ölstand sinkt, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, um die Zeit zu messen. Das war dann aber eher so das Subjektive. Ne? Da konnte man sich ja nicht alle drauf einigen. Man hat ja nicht gesagt, der Zug fährt los bei Kerze 3, sondern das war eher so, dass man selbst ein Gefühl dafür hat, wie viel Zeit vergangen ist. Aber es war ja, der Anfang war ja nicht geeicht, oder doch? Wie, das verstehe ich nicht. Naja, also wenn ich die Kerze anmache und das zweite Ding ploppt runter, dann weiß ich ja noch nicht, wie viel Uhr es ist, sondern nur, dass zwei Plops vergangen sind. Naja, ich kann zum Beispiel bei Sonnenuntergang die Uhr anmachen und dann habe ich schon mal einen Anschlusszeitpunkt zum Beispiel. Ach so, na, das ist clever. Ja. Okay, hier ist es schon, hier glitzert es. Ich liebe es, wenn es glitzert. Was sehen wir denn hier alles? Ja, das sind vor allem Sonnenuhren. Und Sonnenuhren gibt es wirklich in mannigfaltiger Ausfertigung. Das liegt daran, dass man natürlich über Jahrtausende schon mit Sonnenuhren misst und dass das die erste Methode war, wie man überhaupt gemessen hat. Und die kann man wirklich in vielfältigen Ausfertigungen sehen. Man kann es an Hauswänden auch immer sehen. Hier ist so ein kleiner Turm zu sehen. Da ist einfach nur demonstriert, wie an Hauswänden mit unterschiedlicher Orientierung, wie muss ich da das Ziffernblatt gestalten quasi. Das kann ich da ganz gut ablesen. Also, und dann gibt es zum Beispiel hier so tragbare Uhren, die kamen im späten Mittelalter auf. Da hat man die Zeit mitnehmen können. Zum Beispiel hier so eine Ringsonnenuhr. Da musste man wissen, auf welchem Breitengrad man steht. München zum Beispiel 48 Grad. Und dann kann ich das da an der Uhr einstellen. Dann muss ich die quasi senkrecht halten, dass es sauber hängt. Und dann muss ich sie noch nach Norden ausrichten, dass dieser Mittelstab, der ist dann quasi genau in Richtung der Erdachse. Und dann kann ich an diesem Ring außen kann ich dann die Zeit ablesen, die Sonnenzeit. Okay, also es gibt zwei Sachen, die man einstellen muss und daraus findet man dann heraus, wie spät. Genau. Und bei den meisten Sonnenuhren sehe ich dann da, auch bei den Tischsonnenuhren sieht man noch dabei, irgendwo so ein Kompass, denn die müssen auch ausgerichtet werden meistens und sind auch für bestimmte Breiten gerade oft gemacht. Was noch ganz witzig ist, das ist diese Sonnenuhr hier, das ist eine Mittagskanone.
Also da sieht man, hier so eine Kanone, ja. Und dann sieht man da so ein Brennglas ist es. Und das muss ich dann auch genau nach Süden ausrichten. Und dann scheint mittags genau die Sonne drauf und dann wird da oben diese Zündschnur entzündet und dann habe ich ein bisschen Pulver drin und dann macht es Peng Mittag und alle freuen sich. Das ist die lustigste Geschichte, die ich je gehört habe hier im Deutschen Museum. Wie clever ist das denn? Auf die Idee muss man erstmal kommen, dass man sagt, ich habe eine kleine Kanone, damit würde ich gerne die Mittagszeit anzeigen. Lass uns eine Lupe draufsetzen. Und dann, was ist das? Das glitzert auch so schön. Das sieht man wahrscheinlich jetzt von hier nicht, aber auch das ist eine Uhr, die ja sehr alt aussieht. Die ist überhaupt nicht alt. Also die ist aus den 90er Jahren tatsächlich. Ach. Und die nutzt ein spezielles Prinzip aus. Und zwar, bei Uhren ist ja auch immer wichtig, dass man irgendwie der Uhr Energie zuführt, damit sie einen Antrieb hat. Also bei Pendeluhren ist es zum Beispiel, dass ich ein Gewicht aufziehen muss. Bei Taschenuhren ist es oft, dass ich eine Feder aufziehen muss. Mhm. Und bei dieser Uhr, die macht was ganz Raffiniertes, die hat ein Gasvolumen eingeschlossen. Und je nach Temperaturschwankung dehnt sich das Gasvolumen aus oder zieht sich wieder zusammen. Und über diesen Mechanismus gewinnt die Uhr ihre Energie, die sie zum Laufen braucht. Ah, weil es natürlich immer mal ein bisschen wärmer oder mal ein bisschen kälter ist und dieses das reicht, Gas immer in Bewegung ist. Und das reicht tatsächlich aus. Ich muss die Uhr nicht aufziehen, die hat auch keine Batterien drin, sondern die Uhr läuft einfach. Die nützt einfach die Temperaturschwankungen aus. Boah, es ist vielleicht ähnlich wie diese Armbanduhren, die man auch kennt, die sich durch Lageänderung immer wieder aufziehen. Das gibt es ja auch. Also oft gibt es ja dann die Uhrensammler, die so Uhrenschüttler haben. Mhm. Die legen die dann abends irgendwo hin und die werden dann geschüttelt und dann ziehen sie sich wieder auf. Na gut. Aber es reicht nicht, um unser Energieproblem auf der Welt zu lösen. Also Gas einfach nur warm und kalt zu machen, damit kriegt man kein Auto zum Laufen, richtig? Nee. Schade, aber für eine Uhr reicht's. Genau, für eine Uhr reicht's. Und das ist immerhin erstaunlich. Ja, das hätte ich nie gedacht. Die sieht auch so schön aus. Mhm. Die macht sich gut bei mir, aber ich darf sie nicht mitnehmen, oder? Lieber nicht. Nee, jetzt nicht. Okay. Was haben wir hier denn Schönes? Ja, also Uhren waren natürlich seit jeher auch Statussymbole, sind es heute natürlich auch noch. Und hier haben wir eine Sammlung von einem Industriellen bekommen, der das im Deutschen Museum vermacht hat, die ist von Herrn Brüggemann. Und deswegen haben wir die hier auch ein bisschen zusammen ausgestellt. Und der war Sammler von Tischuhren, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert sind, hauptsächlich im Augsburger Raum, im Nürnberger Raum. Also damals war das Hochtechnologie. Städte und die haben besonders waren besonders Firmen in solchen feinmechanischen Sachen. Und hier sieht man zum Beispiel bei der Madonna, da hat man dann auch etliche Gimmicks eingebaut. Also hier zum Beispiel die Krone bei der Madonna, die dreht sich oben. Und dann zu jeder vollen Stunde, da wiegt die Madonna dann das Jesuskindchen. Ach was, das Jesuskindchen kann sich bewegen? Das kann sich bewegen, ja. Da ist die Kanone, die schießt und hier ist das Jesuskindchen, das tanzt. Ist auch schön. Ja, das waren eben, Uhren waren auch immer ein Stück Prestige und ein Stück Repräsentationszweck. Und das sieht man halt hier, sagen wir, bei diesen vergoldeten Uhren aus der Brüggemann-Sammlung ganz besonders. Da hat man gezeigt, was man hat eigentlich. Auch über die Ganggenauigkeit, da ging es nicht so drum. Also die Uhren sind jetzt nicht irgendwie Hochpräzisionsuhren. Ja. Es ist so, wer reich ist, braucht eine Uhr, damit er jedem erzählen kann, dass er keine Zeit hat, weil er so viel machen muss. So ist es wahrscheinlich. Deshalb war es auch nicht so wichtig, ob sie genau gehen oder nicht, weil man hat ja eh keine Zeit. Genau. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Uhren, die tatsächlich gebraucht wurden, damit man die Zeit davon ablesen kann. Okay. Und nicht nur zu Schauzwecken. Mhm. Also hier haben wir einige Turmuhrwerke. Und Turmuhren waren ja tatsächlich um 1300 die ersten Uhren, die es gab. Und die waren oft an Kirchtürmen eben angebracht. Und daneben war meistens eine Sonnenuhr, weil die waren recht ungenau am Anfang. Und hier sieht man zum Beispiel eine sehr alte Uhr aus dem 16. Jahrhundert. Diese Uhren, die sind alle neueren Datums.
Und da sieht man die Besonderheit, man kennt ja diese Uhren mit Pendel unten. Mhm. Und am Anfang hatten die Uhren tatsächlich kein Pendel, sondern die hatten eine Waag, nennt man das. Das ist da oben dieser Balken, der sich vor und zurück bewegt. Mhm. Und so eine Uhr funktioniert im Prinzip, also alle Uhren funktionieren im Prinzip folgendermaßen. Also man hat ein Gewicht und das Gewicht wirkt auf so eine Walze in dem Fall. Und das Gewicht setzt also dieses ganze Räderwerk unter Spannung. Also jedes dieser Räder ist quasi unter Spannung und irgendwann komme ich über dieses ganze Getriebe zu dem Spindelrad, nennt man das. Das ist dieses große Rad hier oben, mhm, das sich am meisten bewegt, am schnellsten bewegt. Und in das Spindelrad, da greifen jetzt zwei so Zapfen ein von dieser Waag hier oben. Und die Zapfen, die geben das Spindelrad periodisch frei. Und dieses Spindelrad, das schubst auch da oben diese Waagbalken wieder an. Und darüber unterbreche ich quasi diesen, eigentlich wird die Uhr einfach nur ablaufen, dadurch unterbreche ich diesen Lauf und deswegen heißt es auch Hemmung. Also, und diese Hemmungen, die haben am Anfang eben ganz simpel ausgeschaut und das war eigentlich das Teil der Uhr, was über die Jahrhunderte wirklich massiv verbessert worden ist. Und was noch? Eine Hemmung dafür sorgt, dass die Uhr genau läuft. Also nur damit ich es verstehe, das Gewicht ist da, dass es heißt, so Uhr, jetzt dreh dich mal, aber damit die sich nicht super schnell dreht, genau, sondern genau dreht, braucht es diese Hemmung, die sagt, nur so viel darfst du dich bewegen und das sind dann die Minutenzeichen. Genau, ansonsten, wenn ich diese Unterbrechung quasi nicht habe, dann wird das alles und ich würde dieses Rad hinten aushängen, dann wird es einfach ablaufen, es wird sich einfach drehen, bis das Gewicht unten ist und dann wäre es innerhalb von ein paar Sekunden vorbei quasi. Ja, aber krass. So mit diesem Unterbrecher, mit dieser Waag, das quasi über Trägheit funktioniert, ja. Denn ich kann das ja nicht, dieses Hin- und Rückbewegung, das ist ja eine träge Bewegung, die muss sich umkehren und das braucht eine gewisse Zeit. Mhm. Und über diese Trägheit habe ich dann auch diesen Verzögerungsfaktor, der mir dann diesen regelmäßigen Schlag bringt. Das ist eigentlich der Punkt. Mit einem Pendel ist es dann sozusagen die andere Variante davon, dass auch da sich irgendwas bewegt, um das freizulassen. Ja, es ist nicht nur eine andere Variante. Der Witz beim Pendel ist, und das hat Huygens hat das Pendel so Mitte des 17. Jahrhunderts erfunden. Und beim Pendel ist der Witz, das hat eine Eigenfrequenz. Also ein Pendel, das einen Meter lang ist, das sich so schwingen lässt, schwingt ungefähr in einer Sekunde immer. Ja? Und das nutze ich aus. Das nutze ich eigentlich bei allen Uhren später aus, dass ich im Grunde genommen dieses Anschieben mache ich immer im Rhythmus der Eigenfrequenz des Pendels. Und damit werden die wesentlich genauer. Diese Waag da oben, die hat keine Eigenfrequenz. Und deswegen waren diese Uhren sehr ungenau. Mir fällt gerade auf, dass diese Uhr keinen Minutenzeiger hat, oder? Das ist ja genau, nur der Stundenzeiger hier. Das war mehr oder weniger sinnlos, denn sie ist so falsch gegangen, dass dass Minuten wenig Sinn gehabt hätten. Man war schon froh, wenn man die halbe Stunden richtig ungefähr sehen konnte und dann muss man sie eh nach Sonnenuhren immer wieder nachstellen. Das heißt, man kann sich das nicht als Hochpräzisionsuhr vorstellen. Okay. Also das war wirklich noch die Anfangszeit. So ganz grob, wir befinden uns ungefähr an der Stelle im Tag. Okay. Genau, das sind jetzt auch weitere Turmuhrwerke, die aber schon wesentlich speziellere Hemmungen haben. Und man kann es vielleicht hier nochmal sehen. Das ist jetzt eine sogenannte Ankerhemmung. Und zwar eine spezielle Ankerhemmung, die Graham-Hemmung nennt man die. Und das sieht man jetzt, da ist ein Pendel unten dran. Und dieses Pendel hängt nun an diesem sogenannten Anker dran. Da oben ist dieser Anker. Und das ist so ein kleines Ding, das sich dreht. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, genau. Aber ich kann mal so erklären, das ist wie so eine Wippe, die hin und her wippt und das Zahnrad. Genau, wippt. Unten ist das Ankerrad und dieser Anker, der greift periodisch in dieses Ankerrad ein. Das ist eigentlich ähnlich wie bei dem Spindelgang davor, der in das Kronrad eingegriffen hat, so greift er in das Ankerrad rein. Und der Witz ist jetzt, dass diese Hemmung hat quasi zwei Funktionen, dieser Anker. Einerseits wird durch dieses Rad, durch diese Form der Zacken und durch die Form des Ankers, wird dieses Pendel kontinuierlich wieder angeschubst, weil sonst hört es ja einfach auf zu schwingen irgendwann. Und andererseits wird dieser Gang unterbrochen, indem die Zacken immer wieder eingreifen. Also das sind die zwei Funktionen.
Und über die Jahrhunderte hat man da eigentlich die meisten Verbesserungen gebracht. Also später Riefler hat mit seinen Pendeln, hat eine freie Pendelhemmung, nennt man das, da wurde es viel besser, und zwar deswegen, weil das Pendel möglichst... Das war unser Glockenschlag. War der Glockenschlag? Das war unser Halbglockenschlag, ach was, ja. Und damit das Pendel möglichst frei schwingen kann. Okay. Das ist jetzt tragisch, weil das Schlimme an der Zeitmessung ist, dass man genau weiß, wann man zu lang ist. Und das war unser Glockenschlag für, es ist schon wieder vorbei. Da hinten, das wollte ich nur noch einmal erwähnt haben, weil wer sich im Raum umgesehen hat, hat bestimmt dieses Riesending da gesehen. Ein Wort dazu, was genau finden, was, das ist eine Riesenuhr oder was ist das? Das ist auch eine Turmuhr, und zwar ist es die Turmuhr aus dem Kloster Fürstenfeldbruck. Und dort ist dieses Turmuhrwerk gestanden, und da sieht man vielleicht auch nochmal die Ankerhemmung da oben, also die ist wesentlich größer als bei der kleineren Turmuhr, die man da drüben sieht. Es ist alles wirklich massiv, und auch die Gewichte unten, die so eine Uhr angetrieben hat, mussten halt wirklich schwere Gewichte sein, die genug Kraft übertragen. Okay, also das ist das Schlimme, wenn die Zeit so schnell vergeht. Das habe ich am Anfang gemeint. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man schöne Sachen sieht. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank auch an Sie, an dich. Und das war sensationell. Wer noch Fragen hat, kann jetzt in die Kommentare mit reinschreiben. Das wird dann auch vom Deutschen Museum noch beantwortet. Das heißt, ne, du kriegst dann alle wichtigen Fragen zum Thema Uhrzeit und was man noch nicht verstanden hat, was wir nicht gut erklärt haben, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße. Ja, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und kommen Sie wieder, wenn es wieder offen ist. Oh ja. Ciao. Zum Öffnen brauchen wir keine Uhr, sondern Kalender momentan leider.